Hi, ich bin Bedal mit meinem Mate Craig aus dem Clan T4V. Wir zeigen euch jetzt, wie man über diesen Zaun kommt und über die Mauer rüber geht. Und da ist so ein Haus mit einer Leiter und da müsst ihr hoch. Da seid ihr schon sicher. Nehmt euch am besten Melee-Waffen mit. Ihr braucht dazu den Einkaufswagen. Wo ist der? Hier. Der stand gerade eben noch hier. Der hat ihn ein bisschen weit nach vorne geschoben. Und ich versuch's mit dem Container. Mal gucken, wer als erster an diesem Zaun dran ist. Der wird den gleich auch drehen. Aber das zeige ich euch gleich. Scheiße. Das ist am Führen. Mist, der hat gewonnen. Alle, die auf mich gewettet haben, haben gerade ihr Haus verloren. Also dann geht ihr halt hier auf diesen Zaun. Von da auf das Dach. Dann da rüber auf das Grüne. Und da ist ein Haus, da die Leiter hoch. Also der hat das umgedreht, indem er den Kanister dagegen geschleudert hat. Aber er hat halt gegen diesen Zaun hier geklemmt und so gegen geschleudert. So, jetzt liegt er. Tada! Und schieben müsst ihr das so, indem ihr leicht auf die untere Seite des Einkaufswagens wirft. Einer muss doch starten. Du musst hier auf den hier drauf. Go. Ihr könnt auch zusätzlich diese ganzen Benzinkanister nehmen, hier drunter durchschmeißen und euer anderer Mate nimmt das auf. Ich nehme mal eins mit, weil ich euch das zeige, wie wir das dann machen. Okay. Wie gesagt, wenn ihr die ganzen Kanister hier sammelt, könnt ihr die da in dem Haus sammeln, über die Leiter hochtragen, also schmeißen, und dann immer einzeln runterwerfen. So. Hat gerade gelackt, der. Am besten noch Tür zu. So, dann könnt ihr die hier verachsen. Ihr müsst aufpassen, dass das Smoke euch nicht erwischt. Aber wenn zwei eure Mates hier oben sind, dann ist es eigentlich einfach. Der andere kann Ausschau auf die Smoke halten. Wenn er von der Tür kommt. Aber es gibt noch einen Weg. Wenn ihr alle Kisten, Benzinkanister hier oben habt, könnt ihr einzeln runterwerfen. Macht es mal eben. Und dann draufballern, falls sie reinkommen.
So, das war's auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Glitch und viel Erfolg. I see ya.